Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René. Und heute Sonntagabend, 20 Uhr, ist selbstverständlich Landwirtschaftssimulator 17 Zeit. Wir sind wieder auf der Goldcrest Valley Map. Ja, und hier bei der Goldcrest Valley Map muss ich jetzt ehrlich dazu sagen, ich habe nach der letzten Aufnahme zum einen folgende Probleme festgestellt. Die reguläre fünfte Aufnahme ist nicht vorhanden gewesen, bis auf die Facecam und Stimmensound hier, ne? Vom Spiel war nichts zu sehen. Habe ich gespielt gehabt, ohne dass ich was aufgenommen hatte. Somit musste ich die eigentliche reguläre sechste Folge vorziehen auf die fünfte. Und was ihr jetzt hier gleich miterleben werdet, ich habe in der Zwischenzeit auch hier noch ein bisschen weitergespielt, um noch ein bisschen was anderes einzukaufen, umzutauschen, Geräte zu wechseln. Schauen wir uns jetzt alles mal an. Wir gehen auf Fortsetzen. Schauen zuerst einmal hier in unsere, in unser Wachstum rein. Ja, und wir sehen hier, Feld Nummer 15 wird bald fertig sein. Und Feld Nummer 15 ist Raps angesät. Auf Feld Nummer 14 haben wir noch Ölrettich ausgesät. Und auf Feld Nummer 12 haben wir die Sojabohnen. Das sind unsere drei Felder, die wir hier haben und besitzen werden. Ja, ne? Feld 19 möchte ich mal vielleicht dazu kaufen. Oder Feld 16, ne? Schauen wir mal. Auch die eine oder andere Mission habe ich in der Zwischenzeit mitgespielt noch, damit ich ja auch an Geld komme. Dann Bodenbeschaffenheit. Ja, sehen wir, gepflügt haben wir. Oder habe ich, ne? So. Preislich gesehen, sämtliche Preise im Keller irgendwie. Außer bei den Sonnenblumen. Dann. Ja, Fahrzeugübersicht. Kann ich euch nachher dann noch ein bisschen mehr zeigen. Und hier haben wir das Erste, was ich hier auch getan habe. Ich habe mir hier vier Schweinchen zugelegt. Jö, vier Säue. Und die haben bereits 7 Liter Gülle produziert und 22 Liter Misthaufen. Sind komplett glücklich und zufrieden in der Sauberkeit und beim Essen, bis auf die Kartoffeln und Zuckerrüben, von denen habe ich hier leider noch nichts, wäre natürlich auch etwas, was wir hier in Angriff nehmen könnten. So, ich würde sagen, wir schauen da mal kurz nach. Ich wollte euch noch die Geräte zeigen. Ja, schauen wir mal da kurz in unsere Garage. Ich habe mir hier einen Steyr-Traktor gekauft, den Kompaktlader, den ich hatte, habe ich mich wieder getrennt, ne? Ich habe hier jetzt einen Steyr-Traktor. Der hat nämlich auch die Pflegebereifung drauf. Das ist deswegen wichtig, weil ich nämlich die Fruchtzerstörung hier eingeschalten habe. Zum Steyr-Traktor habe ich dann auch noch Gabel und Schaufel dazu genommen. Den New Holland hatten wir bereits. Den Case IH hatten wir auch. Ja, dann Drescher ist klar. Der Rest ist eigentlich noch alles geblieben. Hier habe ich ein Güllefass gekauft.
Ein Gewicht, einen Schwader habe ich noch, ein Wasserfass ist da und hier sind noch die Unterstände und hier habe ich einen Transportwagen noch mit eingekauft. Kann ich mal herzeigen. Also wir hatten ja letztens da noch herumhantiert mit dem Saatgut, welches ich hier ausgeschüttet habe. Welches ich hier natürlich auch noch verbrauchen werde. Aber für die schnellere Möglichkeit kaufe ich halt die Paletten, stelle mir die Paletten hier auf meinen Transportlader. Je nachdem, wie viele Paletten ich gekauft habe, fixiere diese, fahre dann daher und kann dann hier einfach mit dem Trecker ranfahren und einladen, ne? Auch eine größere Sämaschine habe ich hier zugelegt und pipapo und tralala, ne? Ja, soweit ich jetzt im Ding bin, würde ich sagen, wir machen da mal ein bisschen einen Zeitvorlauf, einen schnellen. So, wir wollen ja mal da in die Ernte rein starten. Ja, was habe ich jetzt alles da so dazu gekauft? Ich habe die Fruchtfeldzerstörung aktiviert bzw. runtergeladen. Ich habe auch noch andere Mods runtergeladen, die ich wahrscheinlich so nicht herzeigen kann, oder? Allgemeine Spieleinstellungen. Ba-ba-ba-bam. Gibt es da irgendwas, wo ich das herzeigen kann? Nein, natürlich nicht. Ich habe so einige Mods runtergeladen, wie eben die Fruchtfeldzerstörung und so weiter und so fort. 95 34, in 34 Stunden und 11 Minuten kommt das nächste Schweinchen hier an Bord. Ja, die Versauern. Die vermehren sich hier wie die Säue, ne? So, der Raps hier ist fällig. Dann können wir hier mal in unsere Dresche einstecken. Also, ja, ich stehe ja da hinten. Ja, und wer es kennt von der Sosnakova Map. Ich habe hier auch einen, ja, wie soll man sagen, einen Rückspiegel, eine Rückfahrkamera, eine automatische. So, dann starten wir das ganze Teil hier mal. Erstmal aufklappen, starten. Ja, genau, das hier habe ich auch noch. So. Arbeitsbreite haben wir, glaube ich, da. Also, kein Offset. Arbeitsbreite haben wir 4 Meter. Ja, und jetzt gehen wir hier ran an unsere Ernte. Ja, unser Kontostand sagt uns immer, also mein Kontostand sagt hier im Moment 8673. Das bedeutet für mich hier, ich mache die Ernte auch selbst. Nur nicht zu viel Helfer benötigen. So, einmal wenden. Da fahren wir halt diese hier.
Es könnte natürlich auch ein bisschen langweilig werden, wenn ich hier nur... Ja. So, gehen wir mal ins Cockpit, da ist es auch ein bisschen ruhiger, ne? Also mit diesem kleinen Drescher hier kommen wir auch hier nicht so weit. Ich werde auf jeden Fall hier mal in einen nächsten größeren Drescher investieren. Das ist auf jeden Fall sicher. Oh, das sind meine ganzen Sounds wie von der... Ja, ne. Da. Ja, das sind als diese Sounds von vom GPS-Mode. Ja, der Raps, der hat halt ist halt weniger da vom Volumen her, ne? Beim Raps kriegt man auch kein Stroh raus und so, ne? Ja, und wir brauchen halt ein bisschen länger. Bis wir mal da den Drescher voll haben. Schön ranfahren. Dann geht das hier auch flott voran hier, ne? Ja, und ich weiß, normalerweise hebt man das Schneidwerk hoch am Ende des Feldes und senkt es dann wieder ab und so weiter und so fort. Möchte ich mir ein bisschen natürlich ersparen. So. Ihr werdet mir also hier in den nächsten paar Folgen zusehen dürfen, wie ich hier mal auch die Ernte mit einbringe. Wehe, wenn der da schon wieder hängen bleibt. Ja. So, gehen wir da in die Linie rein. Ja, sehr schön. Dank GPS funktioniert das ja tadellos hier, ne? Ja, für den nächsten Drescher werde ich wahrscheinlich hier ein bisschen mehr Kohle brauchen. Ich überlege mir gerade, wie ich das hier anstellen werde oder anstellen kann, dass ich hier an mächtig viel Kohle rankomme. Ich könnte natürlich auch den einen oder anderen Trecker hier noch verkaufen gehen. Also entweder den Case IH oder den New Holland. Was ich hier auch gerne haben möchte, ist eine Werkstatt. Denn in der Werkstatt kann ich mir zum Beispiel die Reifen umsonst umstecken lassen. Von der normalen oder Breitbereifung auf die Pflegebereifung. Weil beim Händler selbst ja, kann ich es mir ja auch umstecken lassen. Das Problem ist,
Ich muss dort aber Servicekosten zahlen, natürlich, ne? Und warum soll ich Servicekosten zahlen, wenn ich eine eigene Werkstatt haben kann? So, schauen wir mal, ob wir das jetzt hier besser hinbekommen. Jawohl, noch ein bisschen einschlagen, bitte. So, jetzt darf GPS wieder übernehmen. Oh, und am Ende dieser Bahn würde ich mal vorschlagen, dass wir dann diese Folge beenden werden. So. Ab ins Menü. Spiel passieren. Ja, dann würde ich sagen, das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen am Sonntagabend. Seid nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Landwirtschaftssimulator 17 auf der Goldcrest Valley Map. Oh, und da werden wir dann den Raps fertig abernten. Versprochen. Und ihr seid mit dabei. Tschüss. 3, 2, 1.